Semino Rossi, richtiger Name Omar Ernesto Semino, wurde am 29. Mai 1962 in Rosario, Argentinien, geboren. Er ist ein in Österreich lebender argentinisch-italienischer Sänger, der für seine süße Stimme und seinen emotionalen Auftrittsstil bekannt ist. Sein Leben und seine Karriere waren jedoch nicht nur von großen Erfolgen geprägt, sondern erlebten auch viele große Trauer und Enttäuschungen. Semino Rossi wurde in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Seine Mutter war die Pianistin Esther Rossi und sein Vater war Tangosänger. Schon in jungen Jahren brachte ihm seine Mutter das Klavierspielen bei und brachte sich selbst das Gitarrespielen bei. 1985 verließ Rossi Argentinien über Spanien nach Österreich und begann seine musikalische Reise als Straßenmusiker. Später trat er in Hotels in Spanien, Italien, der Schweiz und Österreich auf, bevor er 2004 in Deutschland durch Auftritte beim Volksmusikfestival Winter und mit Karl Moik im Programm Musikantenstaat bekannt wurde. Rossis Musikkarriere begann aufzublühen, als er im Frühjahr 2007 seine erste Solotournee mit seiner Band durch Deutschland und Österreich absolvierte. Die im Juli 2008 erschienene Single, Rot sind die Rosen, erreichte Platz 53 in Österreich und Platz 52 in Deutschland. Sein achtes Studioalbum, Symphony of Life, das im März 2013 erschien und von Dieter Bohlen produziert wurde, wurde in Österreich mit Doppelplatin ausgezeichnet. 2017 erschien das neunte Album, Ein Teil von mir, das in Österreich Platz 1 und Platinstatus erreichte, in Deutschland sogar Platz 4 und Gold. Sein im Juli 2019 erschienenes zehntes Studioalbum, So ist das Leben, erreichte Platz 1 in Österreich und der Schweiz, sowie Platz 2 in Deutschland. Trotz vieler Erfolge in seiner Karriere mangelt es Semino Rossis Leben nicht an großer Traurigkeit und Enttäuschung. Er litt unter dem Schmerz, im Jahr 2023 seine Mutter Esther Rossi zu verlieren. Der Tod seiner geliebten Mutter war ein großer Schock für ihn und hatte tiefe Auswirkungen auf Rossis Geist und Leben. Darüber hinaus war seine Karriere mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden. Von seinen Anfängen als Straßenmusiker bis hin zum berühmten Star musste Rossi viele Hindernisse und Misserfolge überwinden. Im Alter von 62 Jahren widmet sich Semino Rossi weiterhin der Musik, doch die Trauer und Enttäuschung, die er erlebt hat, hat sicherlich tiefe Spuren in seinem Herzen hinterlassen. Fans lieben nicht nur Rossis Stimme, sondern haben auch Mitgefühl für den Schmerz, den er erlitten hat. Die traurige Nachricht über Semino Rossi ist nicht nur sein eigener Verlust, sondern auch der gemeinsame Schmerz von Musikliebhabern auf der ganzen Welt. Im Laufe seiner Karriere hat Semino Rossi mehr als 3,6 Millionen Platten verkauft und viele bewundernswerte Erfolge erzielt. Doch hinter dem Glanz der Bühne verbergen sich traurige Momente und große Enttäuschungen, von denen nur wenige Menschen wissen. Der Tod seiner Mutter Esther Rossi war nicht nur ein spiritueller Verlust, sondern auch eine Lücke, die in seinem Privatleben nicht. I got my moment of impact on deploying. I deploy that. There, I get them to acknowledge the value. When you acknowledge value, there should be a commercial exchange. That could be the next MOI, could be a referral, could be a CSQL, could be whatever it is. And then you do that process over and over and over again. And that's how you build that post-sales engine to be a revenue engine, not a strategic advisor or adoption engine. Yep. So what I'm hearing is, I wrote that quote down. That's going to be a big part of this conversation. If the customer does not acknowledge value, it did not occur, even if the numbers support it. That's right. Yep. Okay. Because they're probably going to say, we call them, we did a sales training, or we bought this other tool, or we hired a new manager, or we got rid of three bad reps. A lot of the outcomes that people want from a business initiative are inside of a complex system. And it becomes very difficult to isolate variables and be like, well, our revenue went up 23% last quarter, but we know for a fact 7% of it happened because of Reach Desk. Like, that just is almost impossible to do. Yeah. So that's why you have to get them to acknowledge that you've contributed to the value creation. You don't have to get credit for all of it,
But they do have to acknowledge it. Otherwise, what they'll do is they, what have you Conflate. done for me lately? They reason you out of the equation. Yeah, conflate. Okay. I want to be respectful of your time, Mark. Super grateful. Real quick, we know that selling is a team sport, man. You've had a lot of success in your life. When you think about support roles, other AEs, other the SDR team, sales engineers, are there any folks that come to mind that you want to shout out and give some love to who have really made a lasting impact on your success, whether it be outreach catalysts, all the above? Yeah, so in support roles, like non-selling roles, Yeah. a couple solutions consultants, Sean Bernard at Catalyst, I believe is one of the brightest solution consultant minds I've ever come across. He's slow, he's deliberate, but he's not like plotting. You know what I mean? Like he really thinks about what he wants to do. He works on his craft, and I can't tell you how many emails I've gotten from buyers that are like the best demo I ever saw. I have another one at Outreach named David Brudnicki. He was so awesome that in a couple of deals, the reps that we were selling to created a hashtag called Bruds or Bust because they wanted to win the deal for